Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute fangen wir mal miteinander an. Schauen Sie mal freundlich rechts und links, ob Sie Ihren Nachbarn schon begrüßt haben, ob Sie ihn überhaupt kennen. Und dann lade ich Sie ein, sich mal kurz darüber auszutauschen. Herrlichkeit. Herrlichkeit. Wenn Sie das malen müssten, wie würde das aussehen? Was wäre das für ein Bild? Beschreiben Sie das mal Ihrem Nachbarn. So, einige sind noch im Austauschen, einige sind schon fertig. Ich frage das, weil es heute um dieses Wort geht und das doch ein Wort ist, das so ein bisschen abstrakt ist und ist nicht so einfach, das so ins Bild zu setzen. Also ich habe etwas Großartiges, etwas Mächtiges, etwas Wunderbares vor Augen, irgendetwas, das strahlt und leuchtet. Oder etwas, was herrlich ist, also so ein Moment voller Genuss und voller Schönheit. Ja, oder die Herrlichkeiten, da denke ich an so einen gedeckten Tisch mit so super leckerem Essen, was für Herrlichkeiten da sind. Auf jeden Fall etwas, was Staunen und Begeisterung hervorruft. Also eine Google-Suche hat mir vorgeschlagen, alternativ doch das Wort Glamour zu verwenden. Ja, also wenn Sie sich fragen, was ist Herrlichkeit? Ja, und sich unter Glamour mehr vorstellen können, das trifft es natürlich nicht ganz, aber so ein bisschen in diese Richtung geht es schon. Ursprünglich im Hebräischen heißt das Wort Herrlichkeit Kavod. Kavod ist etwas Gewichtiges, etwas Schweres. Kavod ist da, wo Macht sichtbar wird, ja, wo die Ehre und die Würde einer Person sichtbar werden. Am besten vorstellbar ist es bei einem König, ja, der sich also umgibt mit wunderschönen Kleidern, mit tollen Räumen, Möbeln, Gold und Glanz und Gloria, auch mit der entsprechenden Haltung, ja, und mit dem entsprechenden Verhalten seinen Untergebenen gegenüber und die seine Untergebenen ihm entgegenbringen. Oft ist es der Glanz, der eine Person umgibt, da denkt man vielleicht, denken Sie an das Leuchten, das immer die Engel umgibt. Also die Herrlichkeit, die die Engel umgibt, die so strahlen. Immer dann, wenn Gottes Wesen sichtbar wird, wenn sichtbar wird, wer er eigentlich ist, dann ist in der Bibel von seiner Herrlichkeit die Rede. Und es heißt, immer wenn Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, dann überstrahlt sie einfach alles andere. Gottes Herrlichkeit ist so überwältigend, dass sie richtig gefährlich ist für den Menschen. So krass, dass sie sogar töten könnte. Deshalb kann man Gottes Herrlichkeit als Mensch auch nicht sehen. Man kann Gott höchstens von hinten sehen oder hören, aber Gottes Herrlichkeit kann niemand aushalten, weil sie so großartig ist. Und doch heißt es immer wieder, sie umfasst die gesamte Erde. Und die Ehrfurcht vor Gottes Herrlichkeit lässt alle Menschen Herzen erbeben. Behalten Sie das mal im Hinterkopf, was hier Herrlichkeit bedeutet. Jetzt begeben wir uns an den Palmsonntag. Jesus ist also nach Jerusalem eingezogen. Bejubelt zwar, aber auch bescheiden. Er reitet auf einem friedlichen, aber auch störrischen manchmal Esel. Er reitet hinein, nachdem er vorher häufig angekündigt hatte, welche Gefahren diese Entscheidung mit sich bringen wird
dass er wieder nach Jerusalem geht. Er hat immer wieder sein Leiden, seinen Tod dort angekündigt. Und schließlich hat er mit seinen Jüngern seinen Abschiedsabend verbracht. Sie kennen die Geschichte vom letzten Abendmahl. Johannes berichtet aber, um den es heute geht, um den Evangelisten, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, dass er sich ganz bewusst erniedrigt hat, eine Aufgabe übernommen hat, die sonst eigentlich nur den Sklaven und Dienern im Haus zustehen. Und dann hat er angefangen zu reden mit seinen besten Freunden. Er hat Abschiedsworte gefunden, lange Abschiedsworte. Die Jünger haben immer weniger gesagt und immer mehr zugehört. Und auch ihnen wurde immer deutlicher, dass es hier jetzt um einen Abschied geht. Und dass die Geschichte von diesem Mann, dem sie nachgefolgt sind, zu einem Höhepunkt kommt, ihm in schnellen Schritten entgegeneilt. Und ganz am Schluss, nachdem er lange gesprochen hatte, hört er auf zu reden und beginnt stattdessen zu beten. Er erteilt keine Ratschläge mehr, er gibt keine Erklärungen mehr. Schluss mit der Theologie. Zum Schluss hier vor der Festnahme steht das Gebet. Er richtet seinen Blick zum Himmel und er betet. Er betet vor allem für seine Jünger, für die damaligen und auch für die, die heute seine Jünger sind, also auch für uns. Ich lese euch den Predigttext aus Johannes 17, die Verse 1 bis 8. Das Gebet geht noch länger, ich lese nur den Anfang. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben. Und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Was Jesus hier betet, ist durchaus komplex und vielleicht haben Sie jetzt beim ersten Hören mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen im Kopf. Da sind Sie nicht allein. Die Hälfte der Kollegen, dessen Predigten ich gelesen habe, begann damit, dass sie sich darüber beklagt haben, wie schwierig dieser Text ist. Aber ich glaube, dieses Gebet, dieses letzte Gebet von Jesus ist eine sich verdichtende Essenz seines gesamten Lebens. Es erzählt davon, warum er hier war. Und das ist das Entscheidende, das Wichtigste, was er von Gott erfleht, hier im letzten Moment. Dieser letzte Moment, wenn er weiß, es ist das letzte Mal, dass er zu seinen Jüngern sprechen kann. Das ist da, wo er all das sagt, worum es wirklich geht. Hier geht es um die Essenz seines Lebens. Das, was er im Angesicht des Todes für seine Freunde bittet, das, was Johannes so kunstvoll formuliert, das ist eigentlich gar nicht so komplex, wie es im ersten Moment scheint. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt ein bisschen anschauen. Für Johannes geht es zuerst und vor allem bei Jesus immer um einen Satz. Wer mich sieht, der sieht den Vater.
Wer mich sieht, der sieht den Vater. Für Johannes geht es darum, dass alle, die ihm nachfolgen, verstehen, dass Jesus und der Vater eins sind, dass sie identisch sind. Es geht ihm darum, dass die Jünger erkennen, wer Jesus wirklich ist, damit sie auch erkennen, wer Gott eigentlich ist. Dass Gott durch Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Und den Jüngern und auch dem Leser wird das immer wieder eingehämmert. An Jesus kannst du erkennen, wie Gott ist, wer Gott ist. Schau Jesus an, dann siehst du Gott. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jetzt heißt es ja, in Krisenzeiten zeigt sich, wie ein Mensch wirklich ist. In Krisenzeiten offenbart sich der Kern eines Menschen. Jesus geht jetzt auf seine größte Krisenzeit zu. Und in dieser wird sich zeigen, wer er wirklich ist. Und Jesus sagt immer wieder, ich werde jetzt von Gott verherrlicht werden. Also das ganze Wesen Gottes wird jetzt durch ihn sichtbar werden. Und diese Verherrlichung, dieser Höhepunkt der Sichtbarmachung des Wesen Gottes steht kurz bevor. Und was dann kommt, ist die Kreuzigung. Der Moment, an dem Gottes Herrlichkeit am allergrößten sichtbar wird, das ist der Moment, in dem Jesus am Kreuz stirbt. Johannes spricht davon, dass Jesus hier erhöht wird. Und Jesus sagt nicht ohne Grund bei Johannes als letzte Worte am Kreuz, als er stirbt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dieser Moment am Kreuz, da zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Für die anderen Evangelisten ist dieser Moment, wo Jesus verherrlicht wird, eigentlich die Auferstehung erst. Für Johannes ist das bereits der Tod Jesu. Ich betone das so, und ich habe Sie vorher gefragt, was für Sie eigentlich Herrlichkeit bedeutet, weil das so völlig absurd ist. Verstehen Sie, Jesus zeigt das Wesen Gottes, den Kern von Gottes Herrlichkeit, die so groß ist, dass man sterben könnte, wenn man ihr begegnet, die so großartig ist, dass sie für den Menschen kaum zu ertragen ist, indem er als Verbrecher geschlagen und nackt am Kreuz hingerichtet wird. Darin zeigt sich allen Ernstes die Herrlichkeit Gottes in ihrem Höhepunkt und ihrer Vollendung. Das ist nicht nur provokant, das ist wirklich skandalös. Paulus schreibt nicht umsonst, dass es die Ungläubigen eine Torheit ist, also geradezu absurd. Man könnte sagen, nichts ist daran herrlich. Würden Sie das malen, wenn ich Herrlichkeit sage? Das ist eigentlich eher grauenvoll und nicht herrlich. Aber Johannes lässt sich nicht beirren. Er sagt, in diesem Mann wird für alle erfahrbar, wer Gott ist. Und er sagt ganz klar, wer mich sieht, der sieht den Vater. Auch wenn das, was wir sehen, erstmal wenig glamourös ist. Auch Jesu Leben war nicht glamourös. Er legte überhaupt keinen Wert auf die Herrlichkeiten, mit denen sich normalerweise die Mächtigen umgeben. Obwohl er durchaus durchblicken lässt, dass er zu diesen Mächtigen gehört und dass er sogar mächtiger ist als alle Mächtigen der Welt zusammen. Aber er lebt diese Macht ganz anders aus. Er ist derjenige, der auf einem Esel als König einreitet, derjenige, der seinen Jüngern die Füße wäscht wie ein Diener. Und schließlich in diesem Moment am Kreuz wird Gottes Herrlichkeit sichtbarer als je zuvor. Denn hier wird die Eigenschaft Gottes sichtbar, die Johannes am allerwichtigsten ist. Sie wissen, was jetzt kommt. Sie bestimmt Gottes ganzes Wesen und sie erreicht an keinem anderen Punkt ein solches Ausmaß wie in dem Moment, als Jesus am Kreuz sein Leben aushaucht. Johannes schreibt, keiner hat größere Liebe
als jemand, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das hatte er zu seinen Jüngern zum Abschied gesagt. Die Liebe. Das ist es, was Jesus bis zum Äußersten gehen lässt. Und in dieser letzten Konsequenz zeigt er, dass Gottes Liebe eben keine Grenzen kennt, dass sie absolut ist. Und das galt es den Menschen zu zeigen. Und das ist es, was am Kreuz mit dem Tod Jesu vollbracht ist. Ich bin die Liebe. In seinem Untergang, da geht Gottes wirkliche Herrlichkeit. Jesus am Kreuz wirklich zu sehen, zu erkennen und damit den Vater zu sehen und wirklich zu begreifen, wer dieser Vater ist, das ist es, was Johannes ewiges Leben nennt. Diese Liebe, verstehen, erkennen, sich von ihr berühren zu lassen, das ist das ewige Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, so heißt es Wort. Ich möchte kurz mit Ihnen bei dem Wort erkennen verweilen. Das Wort erkennen enthält im jüdischen Denken viel mehr als nur ein intellektuelles Verstehen. Es meint auch ein intellektuelles Verstehen, aber nicht nur das. Zu verstehen, wer Gott ist, ist wichtig und wesentlich. Und darüber nachzudenken und es zu begreifen, wie Gott ist und wie Gott eben auch nicht ist, seine Persönlichkeit, seine Eigenschaften ganz genau zu kennen, das ist von größter Wichtigkeit. Und für uns ist es selbstverständlich, meistens zumindest, dass Gott ein Gott der Liebe und der Gnade ist. Dank Jesus eben, selbstverständlich. Weil wir ihn gesehen haben und damit auch den Vater gesehen haben. Aber damals, zur Zeit Jesu, war das eine ganz neue Erkenntnis, welches Ausmaß Gottes Liebe wirklich hat. Man war eher gewöhnt daran, an Götter zu glauben, die launisch, die unberechenbar und häufig gemein oder gefährlich waren. Es war eher normal, in ständiger Angst vor dem Schaden zu leben, den sie anrichten könnten, oder auch vor ihren Strafen. Man war ständig bemüht, sie sich gewogen zu halten. Und auch aus der alttestamentlichen Tradition wird sichtbar, wie sehr sich das Gottesbild mit Jesus verändert hat. Wenn wir gehört haben, was Gottes Herrlichkeit dort bedeutet. Wenn Sie sich erinnern, dass Gottes Name, also sein Wesen, seine Essenz nur dann ausgesprochen werden darf, wenn von einer einzigen Person an dem allerheiligsten Tag im Jahr. Wie konträr Jesus handelt, ist uns manchmal gar nicht mehr bewusst. Aber ich glaube, es ist hilfreich, sich das immer wieder bewusst zu machen. Denn auch was wir für ein Gottesbild haben, das wirkt sich aus auf jeden Aspekt unseres Seins. Wer ein Bild von einem strafenden, einem strengen Gott hat, der lebt häufig in ständiger Angst. Manchmal verbunden mit einer Besessenheit für das Einhalten bestimmter Regeln. Und wenn eine ganze Gesellschaft ein Gottesbild teilt, dann kann sie das prägen und das kann zu richtig üblen Gesetzen und Praktiken führen. Und deshalb ist es essentiell, immer wieder darauf zu schauen, wer war dieser Jesus? Denn wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und darüber nachzudenken, was sein Leben und Sterben von Gottes Herrlichkeit zeigt, auch für mich zeigt. Und zu schauen, stimmt das mit meinem Gottesbild? Muss ich vielleicht das erweitern oder korrigieren? Soweit zum Verstehen. Im Alten Testament wird das Wort erkennen, aber auch noch für etwas anderes verwendet. Wissen Sie vielleicht schon? Also es heißt, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger und sie gebar ihr erstes Kind. Nun, durch ein intellektuelles Verstehen geschieht das meistens eher nicht. Sondern natürlich ist das hier auch synonym für den Geschlechtsverkehr gebraucht.
Erkennen meint also ein höchst intimes, vertrautes Kennen des Partners. Also es geht nicht nur um Sex, sondern es geht um das Vertrauen und um die Liebe, die zwischen den beiden Partnern herrscht und die schließlich gipfelt in diesem körperlichen Ausdruck füreinander, wenn man einander erkennt. Also Erkennen umfasst nicht nur den Kopf, sondern es umfasst das ganze Sein, Körper, Seele und Geist. Wenn also davon die Rede ist, dass wir Gott erkennen, dann meint es natürlich jetzt keinen körperlichen Geschlechtsakt, aber es meint diese Ebene von persönlicher Nähe und von Intimität, die damit einhergeht. Gott erkennen, das ist nicht ausschließlich eine Sache des Verstandes, sondern es bedeutet, eine persönliche Nähe und eine persönliche Vertrautheit zu ihm erleben zu können. Jederzeit seinen Namen aussprechen zu dürfen ohne Angst. Das Allerheiligste jederzeit betreten zu dürfen. Wir können Gott nahe kommen. Und in dieser Beziehung, in seiner Nähe und im Vertrauen zu ihm, das göttliche Leben schon mal schmecken. Das ist der letzte Wunsch des Gebets, von dem ich hier den Anfang gelesen habe. Ganz am Ende bittet Jesus, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Darum geht es. Diese Liebe durch und durch zu erleben, in jeder Faser des Seins in sich zu tragen und davon bestimmt zu werden. Das ist es, was Johannes ewiges Leben nennt, was Johannes göttliches Leben nennt. Und das, sagt Johannes, kann schon heute anfangen. Ja, noch mehr, wenn dich dieser Jesus hier nicht kalt lässt, und du in ihm Gott den Vater siehst, dann ist dieses Leben, dieses ewige göttliche Leben, schon heute und hier und jetzt ein Teil von dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. So geht in diese Karwoche unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden.